Hi und herzlich willkommen zu Paunetech. Heute habe ich dir wieder ein 5-minütiges Mini-Workout mitgebracht und diesmal kümmern wir uns um die Bauchmuskeln. Wenn du einen flachen und schönen Bauch haben möchtest, dann solltest du vor allem darauf achten, was du isst. Denn du kannst, kann ich dir versprechen, so viele Bauchübungen machen, bis du schwarz wirst. Wenn deine Ernährung nicht stimmt, dann wird sich am Bauch relativ wenig tun. Denn du wirst zwar Muskeln aufbauen und du wirst eigentlich auch schöne Muskeln haben, aber die sind nämlich dann unter so einer kleinen Speckschicht versteckt. Deshalb, die beste Kombination ist eine gesunde Ernährung. Achte darauf, was du isst. Und das dann in Kombination mit den richtigen Übungen. Und die richtigen Übungen zeige ich dir jetzt. Alles, was du dafür benötigst, ist eine Fitnessmatte oder eine Decke oder ein Handtuch als Unterlage, bequeme Kleidung und ein bisschen Motivation, die Bauchmuskeln brennen zu lassen. Also mach gleich mit mir mit. 5 Minuten, gib Vollgas und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Wenn du Lust hast, ein bisschen längere Workouts zwischen 15 und 20 Minuten mit mir zusammen zu machen, mit meinen effektivsten Übungen, mit denen du garantiert nach wenigen Wochen Erfolge spürst und vor allem auch sehen kannst, dann teste doch einfach mal mein Bikini-Figur-Coaching. Dort habe ich wirklich mein ganzes Wissen, meine ganze Leidenschaft reingesteckt und ich kann dir versprechen, es macht richtig Spaß und es ist richtig, richtig effektiv. Link dazu findest du in diesem Video oder unter diesem Video. Melde dich einfach an, ich würde mich freuen, dich im Mitgliederbereich wiederzusehen. Und jetzt habe ich genug gequatscht und es geht los mit den 5 Minuten Bauchtraining, die du hier und jetzt mit mir mitmachen kannst. Bis gleich! So, ich hoffe, du bist bereit für die nächsten 5 Minuten. Wir trainieren wieder mit dem Intervalltimer in Intervallen. Das heißt, wir haben 50 Sekunden Belastung für eine Übung und dann 10 Sekunden Pause. Das ist eigentlich gerade so genug, um zur nächsten Übung zu wechseln. Du solltest immer versuchen, während der 50 Sekunden so viele Wiederholungen wie möglich zu schaffen. Du darfst gerne mehr machen, als ich schaffe. Aber du sollst auf jeden Fall gucken, dass die Technik stimmt. Also nicht schnell, schnell und mit viel Schwung, sondern gerade bei allen Übungen für deinen Core, sprich für deine Bauch- und Rückenmuskeln, wirklich langsame, kontrollierte Wiederholungen mit viel Körperspannung. Okay, es geht los mit der ersten Übung in genau 10 Sekunden. Dafür legst du dich auf deinen Rücken, spannst den Bauch fester an und hebst die Füße an. Jetzt versuchst du, mit den Ellbogen zu den Knien zu kommen. Dann streckst du die Beine hoch und strecke, hoch und strecke. Ich nenne diese Übung Frosch Crunch. Ich habe keine Ahnung, ob es da eigentlich noch eine offiziellere Version von gibt oder einen offizielleren Namen. Auf jeden Fall kannst du deine Bauchmuskeln damit gut trainieren und du wirst es spüren. Ausatmen hoch, einatmen strecke. Versuch die Beine möglichst nah zum Boden runter zu bekommen. Wenn das zu schwierig ist, mach es dir leichter und streck die Beine nach oben Richtung Decke. Wichtig ist nur, dass du versuchst, den Rücken auf der Matte zu halten und wirklich deine Bauchmuskeln benutzt. 8 Sekunden noch für diese Übung. Beine öffnen mit den Ellbogen an die Knieinnenseite. Sehr gut, das war die erste Übung. Zweite Übung für den unteren Bauch. Nimm die Hände, Dreieck unter den Po, heb die Schulterblätter an, wenn du kannst. Lass die Beine gestreckt, absenken und wieder anziehen. Langsam kontrolliert bis zum Boden runter und wieder hoch. Wenn du merkst, dass die Bauchmuskeln nicht fest genug sind, also dass du noch nicht genug Kraft hast und so ins Hohlkreuz gehst, dann geh nicht so tief mit den Beinen runter. Also nur so weit, dass du es schaffst, den Rücken noch auf die Matte gedrückt zu halten. Einatmen tief, ausatmen hoch. 25 Sekunden noch. Ist die Beine gestreckt? Wenn es mit dem Kopf gar nicht geht, darfst du ihn ablegen, aber achte bitte darauf, nicht ins Hohlkreuz zu gehen. Wenn du kannst, Kopf und Schulterblätter anheben. 10 Sekunden. Einatmen tief, ausatmen hoch. Einatmen tief, ausatmen hoch. Sehr gut. Okay, nächste Übung ist der Käfer für die seitlichen Bauchmuskeln. Nimm die Hände in den Nacken, unterstütze deinen Kopf ein bisschen, Füße hoch. Und immer mit dem Ellbogen zum entgegengesetzten Knie und dabei das andere Bein weit strecken. Das ist wichtig. Also nicht einfach hier oben bleiben, sondern versuchen, das andere Bein nah zum Boden zu strecken. Bauchnabel wieder nach innen ziehen, Richtung Wirbelsäule. Und das Atmen nicht vergessen. Immer ausatmen bei Anspannung. Also wenn du den Oberkörper möglichst weit drehst und nach oben kommst. Es ist nicht so wichtig, ob du mit dem Ellbogen wirklich das Knie berührst. Wichtig ist, dass du den Oberkörper drehst und den Bauchnabel nach innen ziehst dabei.
10 Sekunden noch. Dritte Übung schon, danach kommen nur noch zwei. Sehr gut, okay. Komm einmal nach oben und komm in die Liegestützposition. Hände direkt unter den Schultern. Beine strecken. So, und jetzt ziehst du das Knie einmal zum Ellbogen nach hinten und zum entgegengesetzten Ellbogen. Dann dasselbe auf der anderen Seite. Außen, kreuzen. Außen, kreuzen. Außen, kreuzen. Rücken gerade, Bauch fest. Wenn du wirklich Probleme kriegen solltest mit den Handgelenken, kannst du dasselbe auch auf den Ellbogen machen. Das ist eigentlich nicht einfacher, ist nur ein bisschen anders. Wichtig ist Körperspannung und durchhalten. 8 Sekunden noch. Sehr gut. Okay, kurz verschnaufen. Und dann komm in die Plank-Position, sodass die Ellbogen direkt unter den Schultern sind. Bauch anspannen. Und jetzt kippen wir das Becken zu einer Seite, in die Mitte zurück, zur anderen Seite. Du rollst also immer über deinen Fußballen und kommst so weit nach unten, dass die Außenseite deiner Oberschenkel fast die Matte berührt. Ellbogen unter den Schultern. Bauch einziehen. Schau nach unten, also nicht den Kopf in den Nacken werfen und atmen. Gleich geschafft. Du hast noch 20 Sekunden. Zieh den Bauchnabel nach innen. Atme nicht vergessen. Und noch 10 Sekunden. Gleich geschafft. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Sehr gut. Wir haben es geschafft. Ich hoffe, dieses kurze Bauchtraining hat dir Spaß gemacht und du hast in den letzten 5 Minuten deine Bauchmuskeln auch wirklich spüren können. Denk daran, ausreichend trinken, diese Workouts, am besten ein bisschen längere Workouts zwischen 15 und 20 Minuten täglich machen oder an meisten Tagen der Woche, die Übungen variieren. Wie gesagt, du findest das alles in meinem Bikini-Figur-Coaching zu mitmachen, wenn du dir selber keine Gedanken drüber machen möchtest. Und gesund essen, ganz wichtig für einen flachen Bauch. Und dann wirst du ganz schnell Erfolge spüren und sehen können. Ich freue mich schon auf das nächste Video mit dir. Bis dann. Ciao.